Was haben die teuersten und die besten Hochtourenrucksäcke eigentlich miteinander gemeinsam? Richtig, beides steckt so ein bisschen im Ortovox Peak Light 32. Und genau den schauen wir uns heute an. Das Light im Namen steht für sich, denn mit 1100 Gramm ist er tatsächlich schon ein extrem leichter Hochtourenrucksack, der trotzdem alle Funktionen eines Hochtourenrucksacks mitbringt. Doch Ortovox hat es mit dem modularen Aufbau geschafft, das Gewicht noch weiter zu reduzieren, und wenn man alle verschiedenen komfortablen Zusätze des Rucksacks abnimmt, dann kommt man sogar nur auf 700 Gramm Rucksackgewicht. Das heißt, der Rucksack fällt eigentlich gar nicht mehr ins Gewicht. Bezüglich der Größe ist es etwas schwierig. Ortovox gibt selbst an, dass sie mit dem Peak Light 32 einen perfekten Allrounder schaffen wollten. Mit 32 Liter ist er aber eigentlich für eine Tagestour am Fels ein Stück zu groß und nicht so praktikabel am Rücken. Für eine Hochtour ist er je nach Ausmaß der Hochtour etwas zu klein. Zumindest im Jahr 2020 ist das der Fall, weil wir ja dank Corona immer einen Schlafsack mit uns führen müssen und der in der Regel ja nicht gerade ein sehr gutes kleines Packmaß hat. Für zweitägige Hochtouren funktioniert er aber trotzdem, denn selbst mit Schlafsack haben wir es geschafft, zum Beispiel am Similaun, das Video dazu findest du da oben, mit dem Rucksack auszukommen. Der Schlafsack passt rein, er ist aber relativ klein und auch meine restlichen Ausrüstungsgegenstände, die ich beim Test verwendet habe, sind sehr, sehr viel kleiner dimensioniert, als es in der Regel der Fall ist. Zum Beispiel ist mein Hochtourengurt, der Petzler Altitude, der wirklich extrem komprimiert werden kann im Vergleich zu regulären Klettergurten zum Beispiel. Das heißt, fürs Trekking mit Schlafsack ist er definitiv nicht geeignet. Und wenn man jetzt noch bivakieren möchte und dementsprechend einen Kocher etc. reinpackt, dann wird er einfach zu klein werden. Das heißt, man sollte sich bewusst sein, wer zu diesem Rucksack greift, der muss entweder ultra leicht und in seiner Ausrüstung sehr sparsam unterwegs sein, um mehrtägige Touren zu machen, oder muss sich eben auf einen größeren Rucksack konzentrieren bzw. auf kürzere Touren. Aber ich möchte euch jetzt erstmal den modularen Aufbau dieses Rucksacks zeigen. Drei Dinge kann man an ihm nämlich verändern, um das Gewicht zu reduzieren. Nummer 1 ist die Rückenplatte. Ein Alugestell verstärkt die Rückenplatte, um dem Rucksack die notwendige Stabilität zu geben, vor allen Dingen, wenn er etwas schwerer ist. Wenn wir aber sehr leicht unterwegs sind, dann ist diese Rückenplatte nicht unbedingt notwendig. Die kann man komplett rausnehmen. Man schiebt die Außenwände des Rands vom Rucksack einfach nach außen und findet dann hier einen Reißverschluss. Diesen Reißverschluss können wir mal aufmachen und wir finden darin das Alugestell. Diese Seite des Rucksacks bzw. die Oberseite des Reißverschlusses können wir jetzt nochmal umstülpen und dann kommt hier auch schon dieses Alugestell zum Vorschein und das können wir einfach rausziehen. Super praktisch, denn damit sparen wir schon mal Gewicht, wenn wir den nicht brauchen. Außerdem ein ganz toller Vorteil, wir können den Rucksack nun deutlich besser komprimieren. Das heißt, wenn wir ihn zum Beispiel für irgendwelche Expeditionen als Tagestourenrucksack verwenden wollen, dann können wir ihn jetzt ganz klein zusammenlegen und zusammenfalten, was mit dem Alugestell eben nicht funktioniert. Die zweite Möglichkeit, den Rucksack nochmal um ein bisschen Gewicht zu erleichtern, ist die Abnahme des Deckels. Wobei man dazu sagen muss, dass der Deckel meiner Meinung nach den größten Komfort bei diesem Rucksack bietet. Zum Beispiel immer wenn wir ein Seil mittransportieren, ist der Deckel ein Teil des Haltersystems und ein Teil des Grundes, warum der Seil da überhaupt oben drauf bleibt. Außerdem ist der Rucksack nicht vollständig dicht, wenn der Deckel abgenommen ist. Die Abnahme des Deckels ist eigentlich relativ einfach, denn Ortovox wollte hier darauf setzen, dass man alle modularen Gegenstände möglichst schnell und rasch ab- bzw. anbringen kann. Hier zieht man das Band dann aus dem Rucksack raus, mit dem man normalerweise eben die Länge des Deckels einstellen würde. Und schon hat man den Deckel in der Hand. Unfassbar schnell, mit ein bisschen Übung in wenigen Sekunden erledigt. Doch es gibt noch einen dritten Teil, den wir am Ortovox Peak Light 32 abnehmen können, um das Gewicht weiter zu reduzieren, und das sind die Hüftpolsterungen.
Die Hüftpolster sind extrem komfortabel und fallen auch groß aus. Wenn wir die Hüftpolsterung abnehmen wollen, die nochmal etwas Gewicht, aber eben auch Komfort abnimmt, dann geht das ebenfalls sehr, sehr zügig. Klettverschlüsse halten das Band an dem Hüftgurt bzw. den Hüftgurt am Band. Und zwar drei Stück. An der rechten Seite ein Klettverschluss, in der Mitte, quasi in der Rückenplatte, ein Klettverschluss und auf der linken Seite. Und man hat es dann relativ rasch. Zack. Und zack. Heraus. Etwas mühsamer, aber im Prinzip, das mache ich ja nicht während der Tour, sondern das überlege ich mir vorher, ob ich den Komfort eines Hüftgurts brauche oder nicht. Gurt hat er immerhin trotzdem noch, also es ist nicht wie bei Kletterrucksäcken, dass man diesen quasi komplett abnehmen kann, was ich mir definitiv gewünscht hätte, denn dann könnte ich ihn auch als Kletterrucksack für ausgedehnte Tagestouren mit sehr viel Material verwenden. Aber man muss zugeben, er ist ja eher im Bereich der Hochtouren und Bergtouren angesiedelt, deswegen ist das eigentlich in Ordnung. Die Hüfttaschen sind unglaublich praktisch und für einen Hochtourenrucksack sehr gut durchdacht. Auf der rechten Seite haben wir nämlich ein Fach, das leider nur mit einem Klettverschluss befestigt wurde. Das spart natürlich Gewicht im Vergleich zu einem Reißverschluss oder anderen Systemen, aber es ist natürlich nicht so sicher. Also meinen Autoschlüssel würde ich da zum Beispiel nicht verstauen, denn auf der linken bzw. rechten Seite des Klettverschlusses könnte immer wieder was rausfallen. Das heißt, das ist eher was für Taschentücher oder andere Kleinigkeiten. Auf der linken Seite, und das finde ich sehr interessant, ist eine Schlaufe. Wenn ich auf der Hochtour bin und mein Rucksack blockiert mir jetzt eine Materialschlaufe am Gurt, dann verwende ich einfach die Materialschlaufe hier am Rucksack. Die funktioniert sehr, sehr gut und sie ist robust. Man hat genug Platz, sie ist relativ breit. Nettes Feature. Allemal. Der Ottobock Peak Lite 32 hat auch die Möglichkeit, eine Trinkblase zu montieren. Leider hat man beim Peak Lite auf ein eigenes Fach verzichtet, so wie das bei Ottobock eigentlich üblich ist. Andere Hersteller haben hier ein eigenes Fach für die Trinkblasen, damit die Trinkblase nicht beschädigt werden kann oder abgedrückt werden kann und sich vom Rest des Rucksacksinhalts etwas separiert. Darauf hat man hier verzichtet, aber man hat trotzdem eine sehr klassische Aufhängung, mit der man die Trinkblase oben hängend befestigen kann. Ja, aber die Trinkblasenhalterung, die ist auch definitiv notwendig, denn auf eins hat man beim Peak Lite verzichtet, nämlich Trinkflaschenhalterungen an den Seiten. Hier findet man nichts außer den zwei Befestigungsschlaufen für Ski. Zum Thema Pickel hat Ottobock eine sehr intelligente Lösung entwickelt, die mittlerweile auch in anderen Rucksäcken seine Anwendung findet. Für die Befestigung des Pickels gibt es auf der unteren Frontseite eine kleine Schlaufe, in die der Pickel, die Haube eingeführt wird, und auf der oberen Seite der Front ein Klettverschlusssystem. Diesen Klettverschluss kann ich einfach öffnen. Ich hänge den Schaft des Pickels ein und schließe den Klettverschluss wieder. Damit ist der Pickel relativ gut befestigt. Er kann hier dann aber auch nochmal gegen mögliches Rausrutschen gesichert werden, indem man ihn nochmal per erneuter Sicherung dagegen absichert. Das Ganze geht übrigens auch mit einem Doppelpickelsystem. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in eine interessante Nordwand einsteigen möchte und zwei Pickel brauchen kann, dann kann ich das Ganze symmetrisch auf der anderen Seite ganz genauso machen. Praktisch. Beim Ottobock Peak Lite 32 ist für den Helm auch ein Helmnetz dabei. Wenn man den nicht braucht, kann man das Helmnetz einfach zu Hause lassen. Das finde ich ganz praktisch. Ich finde es nicht so gut, wenn Sachen, die man in der Regel nicht braucht und ein bisschen Gewicht mitbringen, immer dabei hat und immer dran hat. Deswegen ist es ganz nett, dass das modular ist. Eine spannende Lösung für das Thema Wetterfestigkeit hat sich Ottobock für diesen Rucksack einfallen lassen, denn er ist PU beschichtet und braucht somit keinen externen Regenschutz. Hat das einen Vorteil? Ja, selbstverständlich. Wenn ich einen externen Regenschutz habe, dann kann ich ihn entweder zu Hause vergessen oder ihn mitnehmen und nicht brauchen. Beides unnötig. Der Nachteil ist natürlich,
Ich weiß nicht, wie abriebfest dieses Material ist und ich persönlich muss sagen, dass ich mit meinen Ausrüstungsgegenständen im Bergsport eben umgehe, wie man es mit Gebrauchsgegenständen nun mal tut. Diese Rucksäcke, gerade der Rucksack, leidet in meinem Fall immer wieder darunter, dass ich ihn mal am Fels reibe. Ich bin ja auch mit dem Rucksack klettern, in leichten Klettereien. Und da kommt schon mal vor, dass man in einem Kamin sich am Fels irgendwo den Rucksack abscheuert. Die Frage ist, ob die PU-Beschichtung darunter leiden wird oder nicht. Langfristig glaube ich, dass er einen externen Regenschutz brauchen wird. Tatsächlich kann ich aber aus Tests sagen, dass das System jetzt zum aktuellen Zeitpunkt unglaublich gut funktioniert. Selbst kleine Taschentücher, die man irgendwo im Inneren des Rucksacks versteckt, nehmen zwar etwas Feuchtigkeit durch die Luftfeuchtigkeit auf, aber sie werden nicht nass. Und das ist unglaublich komfortabel, denn wenn die ersten Regentropfen kommen, dann muss ich genau gar nichts tun. Und alle anderen packen den Regenschutz aus. Wie die Seilfixierung funktioniert, das blende ich euch jetzt hier ein. Ich finde sie nicht unglaublich komfortabel. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Seil vielleicht bei blöden Bewegungen rausrutschen kann. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass das bis jetzt nicht passiert ist und ich habe den Rucksack schon sehr, sehr oft mit einem Seil im Einsatz gehabt. Ansonsten lässt sich zum Ortovox Peak Lite 32 sagen, dass er einen Fronteinstieg hat, was ich sehr praktisch finde, denn man kann einerseits von oben frontal in den Rucksack greifen, aber man kann auch von unten kommen. Weiters bietet er dann noch ein kleines Fach vorne für Kleinigkeiten, ein Buch oder eine Karte bzw. Kompass, vielleicht ein bisschen Verbandsmaterial. Das passt da alles wunderbar rein. Ich muss aber noch mal kurz über das Rückensystem des Peak Lite 32 sprechen. Normalerweise setzen Rucksackhersteller auf Airzone-Systeme bzw. eine gebogene Rückenplatte, die dafür sorgt, dass der Rücken gut belüftet ist und man nicht allzu sehr schwitzt. Ortovox hat sich gedacht, nein, lassen wir weg, wir probieren mal was ganz anderes, nämlich wir setzen auf die eigenen Schäfchen. Wortwörtlich mit dem Swiss Wool Prinzip hat man eine Rückenplatte entwickelt, die unfassbar weich ist, aber auch sehr atmungsaktiv. Sie liegt tatsächlich ziemlich exakt am Rücken an, aber selbst bei 4-5-stündigen Wanderungen im Sommer hat man zwar das Gefühl, dass irgendwas nass ist, aber es ist nicht kalt. Also man spürt schon die Feuchtigkeit am Rücken, aber irgendwie fühlt sich's einfach nicht unangenehm an. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie Ortovox das gemacht hat und wie das im Detail ausschaut. Zu dem Thema habe ich auch keine weiteren Infos von Ortovox bekommen, aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt, weil ich war sehr skeptisch, ob das gut funktioniert. Ehrlicherweise muss man aber dazu sagen, dass nach 7-8 Stunden auch diese Funktion irgendwann an ihre Grenzen gekommen ist und dann fängt man schon an, ordentlich zu schwitzen. Was kann man nun zum Ortovox Peak Lite 32 sagen? Ich habe euch jetzt alle Funktionen vorgestellt und ich habe sie sehr, sehr lange bei sehr vielen Touren jetzt auch getestet. In der Regel funktioniert alles, was dieser Rucksack bietet, sehr, sehr gut. Manche Sachen stören einfach. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Klettverschluss bei der Pickelhalterung, die den Schaft befestigen soll, komplett abnehmbar ist. Das hat in der Regel überhaupt keine Funktion, denn im Prinzip kann der ja da immer dranbleiben. Eigentlich wiegt das Ding ja nicht mal einen Gramm. Hier habe ich manchmal das Gefühl, Ortovox setzt darauf, dass man dann gerne mal Ersatzteile kaufen muss, weil man den Klettverschluss wahrscheinlich irgendwann verlieren wird. Der Peak Lite 32 ist unter den hochprofessionellen Hochtourenrucksäcken wahrscheinlich tatsächlich einer der besten. Er hat aber eben auch einen sehr, sehr kleinen Markt. Denn in der Regel sind 32 Liter für den Otto-Normal-Hochtourengeher mit dickem Schlafsack, so wie es seit diesem Jahr üblich ist, einfach zu wenig Platz. Der normale Hochtourengeher hat schwere, klobige Ausrüstung. Nicht jeder ist bereit, Ausrüstung zu kaufen, die in seinen Rucksack passt. Normalerweise kauft man sich einen Rucksack, in den die Ausrüstung passt. Man muss sich mit dem Peak Lite 32 schon ein bisschen anfreunden und man muss auch diesen Hintergedanken haben, dass er wirklich dafür konzipiert ist, möglichst leicht in den Bergen unterwegs zu sein. Wenn man nicht darauf aus ist, ultra light und sehr schnell unterwegs zu sein und eben diese Gewichtsreduktion von doch fast 1 Kilo im Vergleich zu normalen Hochtourenrucksäcken einfach wirklich zu wollen, dann ist es vielleicht nicht der richtige Rucksack. Ansonsten muss man sagen, wer vor allen Dingen Hochtouren als Tagestouren anpeilt und sagt, ich muss schnell sein, ich gehe früh los und ich möchte so effizient wie möglich am Berg unterwegs sein, da muss ich sagen, der Ortovox Peak Lite 32 sollte dein nächster Rucksack werden. Nun aber zu einer großen Schattenseite, nämlich dem Preis. Mit 180 Euro
UVP ist das ein unfassbar satter Preis für einen Rucksack. Natürlich, es steckt unfassbar viel gute Technologie da drin, aber Autovox hat das Rad mit dem Rucksack nicht neu erfunden, verlangt aber sehr, sehr viel Geld für den Rucksack im Vergleich zum klassischen Hochtourenrucksack, wie man ihn von Deuter oder Loewe Alpin kennt. Jetzt ist nur die Frage, ist er das wert? Wenn man es rein nach seiner Leistung beurteilen möchte, wenn man den Rucksack rein nach den Funktionen und dem Gewichtsverhältnis beurteilen möchte, dann muss ich sagen, kriegt er 9 von 10 Punkten. Wenn man aber das Ganze in Preis-Leistungs-Relation setzt und sich überlegt, ist es das wirklich wert, was in diesem Rucksack steckt, dann kriegt er nur 7 von 10 Punkten. Denn er ist schon unglaublich teuer und man muss schon wissen, ob man sowas haben will. Und meine ehrliche Einschätzung ist, 90% aller Bergsteiger brauchen diesen Rucksack nicht unbedingt. Denn 90% der Bergsteiger gehen ihre Hochtour ohnehin auf 2 Tage und schlafen ohnehin in einer Hütte. Und da ist es besser, wenn man ein bisschen mehr Platz im Rucksack hat, damit man sich vielleicht das eine oder andere Spielkartenspiel noch zusätzlich mitnehmen kann. Der Autovox Peak Lite 32 ist nämlich voll auf Effizienz und Effektivität ausgelegt. Und da ist kein Platz für ein Kartenspiel, da ist kein Platz für ein Buch, da ist nur Platz für die notwendigste Ausrüstung. Ob du dir jetzt den Peak Lite 32 gleich zulegst oder ob du lieber sagst, eigentlich ist das kein Rucksack, den man unbedingt braucht, das würde mich wirklich interessieren. Schreib es uns doch bitte in die Kommentare. Wenn dir der Test gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du den Kanal abonnierst und dem Video einen Daumen nach oben gibst. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir noch eine schöne Zeit und wie immer, Bergheil!